Nun ja, ich könnte einen von euch für einen bestimmten Zeitraum in eine Frau verwandeln. Was? Moin Leute, herzlich willkommen zurück in der Welt von Minecraft Freedom. Der Pferdesquad ist dabei und das bedeutet Hallo Manuel, Hallo Zombie und Hallo Maudado. Hallo! Wir haben in der letzten Folge ein Destrier gefunden. Das ist dieses Mega-Pferd. Man sieht es schon vielleicht. Das Ding ist ein bisschen größer. Im Hintergrund seht ihr auch noch die teuflischen Amazonen, die einen unserer Diegos immer noch gefangen halten und scheinbar ein paar von denen einfach weggerackt haben. Also ich würde jetzt aber ganz gerne erstmal von den komischen Amazonen weggehen, denn die scheinen nicht unbedingt so... Moment mal. Warte mal, ich muss mal ganz kurz... Alter, dieses Ding... zerkloppt hier immer den kompletten Rasen. Passt mal ganz kurz auf mein Riesenpferd auf. Da vorne ist Jeanette, eine Amazone, und sie ist neutral. Hallo, bitte schlag mich nicht. Bitte nicht verprügeln. Alter, die hat ein Sixpack. Okay, das ist, glaube ich, nur ihre Rüstung. Hallo, mein Name ist Jeanette. Entschuldigt meine etwas voreiligen Kriegerin. Ihr wolltet uns töten! Sklaven dürfen doch nicht einfach so frei herumlaufen. Bitte was? Wir sind keine Sklaven! Aber ihr seid Männer. Wo sind eure Herrinnen? Leute, wo sind unsere Herrinnen? Haben wir Herrinnen? Nee, wir haben keine. Wir sind keine Sklaven. Edgar. Du olle Uschi. Edgar. Was? Was ist das hier für eine ekelhafte Welt? Ich will sofort mit einer Frau reden. Warte mal, Leute. Wir könnten... Wir könnten uns als Frauen verkleiden. Wir bringen einfach Caitlin oder so hierhin. Nee. Genau, Hilfe, die haben mich hinrichten wollen. Ja, richtig, okay. Ich wollte gerade sagen. Caitlin ist keine gute Idee. Aber ja. Ey, hier, Jeanette, unsere Meisterin ist gerade nicht da, aber wir holen sie. Wir kommen morgen wieder und dann könnt ihr quatschen. Okay? Geht doch, du kleiner, minderwertiger Mann. Alter! Ja. Was ist das denn für eine? Ach man, wo ist mein Pferd? Ich hab's weitergeschoben. Alter. Wo ist es? Ich hab's weitergeschoben, hier hinten, einfach dem Weg folgen. Ach so, du hast es, ach so weit hast du es geschoben, ich sehe es ja nicht mehr. Na, ganz hinten. Da muss das Pferd nicht mehr so weit laufen. Wir haben jetzt natürlich eine kleine Sache vergessen. Und das ist der arme kleine Diego, der da noch gefangen gehalten ist. Ist doch egal. Diego, wir holen dich morgen. Ich verspreche es dir. Wir haben nur noch 20. Und der hat gesehen, wie all seine Brüder getötet wurden. Ja. Stimmt. Wie haben die Diegos tot bekommen? Naja, das sind auch mehr geworden. Oh Gott, ich hab gerade hier, Alter, der hat einen richtigen Dickkopf. Der kloppt hier auf das... Zerstörer-Pferd, das macht einfach alles kaputt. Ja, komplett, kann ich auch hier durch? Nee. Aber so Sachen wie Gras und so kann ich komplett... Aua! Oh. Wer hat mich gehauen? Mannes Pferd. Das ist aber auch ein Big Bubber. Mit dem müssen wir auf jeden Fall vor... Ich komm nicht hier rein! Oh! Was? Oh. Wie hoch bist du gesprungen? Oh Gott, Alter. Du hast das Tor kaputt gemacht! Alter! Es ist eine richtige Maschine! Junge, geh bitte raus damit! Ja, warte, ich pack's hier vorne rein. Du hast den Zaun kaputt! Oh Gott! Wir brauchen einen neuen Zaun! So, ich hab's erstmal zugemacht. Oh Gott! Nein! Alter, der hat aber auch gar nicht so viel HP. Geh bloß mit den Pferden in ein anderes Ding rein, Leute. Ja, hab's sie woanders rein. Warte mal, wir müssen auch gleich... Warte mal, ich kaufe mal ganz kurz ein paar Apples. So. Melvin, gib mal hier zwei Apples. Eins, zwei. Und dann packt mal so ein Pegasus da rein. Weil ich will unbedingt wissen, was passiert, wenn mit den Big Bubba mit einem Pegasus kreuzt. Okay. Nee, mit einem. Okay, wir machen erstmal Pegasus und dann mit einem Magic Horse. Warte. Was ist, wenn wir es mit einem Magic. Achso, Magic Horse ist ja das mit dem. Nee, es gibt Unicorn, Pegasus. So, warte mal. Oh Gott! Oh, wow. Oh Gott. Raus! Schnell! Hilfe! Okay, so. Zack. Ich hab den Zaun repariert. Zack. Jetzt bin ich gespannt. Boah! Oh Gott! Ja, die kämpfen manchmal. Manuel, hol dich wieder raus! Was? Und dann müssen wir auch irgendwie... Ist was passiert? Yeah, da ist so ein... Ja, ein Baby Magical Horse. Ja, oh Gott, ist das groß dafür, dass es ein Baby ist. Krass. Warte, wir nehmen das Weizen hier und füttern es. Ey, das sind die perfekten Pferde für den Krieg gegen Xaron. Junge, daraus eine Fliegerstaffel. Und dann werden die ganzen Leute aber richtig weggerackt. Saluten, fütter es. Okay. Hier. Irgendwie bräuchten wir...
Alter, ich habe dich sogar extra geschlagen, dass du es nicht aufhebst. Classical Manual. Aber warte mal, wir müssen das hier mal so ein bisschen vorschieben. Oh, da wird es immer größer. Zack, 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 zack. Du solltest es auch direkt, Alter, mit den Ballen füttern können. Boah! Gott, wird es riesig. Jetzt ist es... Ja, es ist ausgewachsen. Magical Horse. Es ist richtig krass. So, warte mal, ich wollte mal ganz kurz... Ich hab noch einen Sattel. Okay, ja, es muss ja erstmal getamed werden. Ist schon. Ach, du hast es schon getamed. Perfekt. Aber wir müssen echt den Stall... Hat jemand noch... Da unten willst du das Test rein? Ich habe Angst, damit überhaupt loszufliegen. Ich habe das Gefühl, das macht die ganze Stadt kaputt. Okay, warte. Dann steig ab. Okay. Los geht's! Alter, ich sehe kaum was. Mein Pferd besteht nur aus Flügeln. Ich glaube, die Spannweite ist auch irgendwie größer als von einem Enderman. Oh, von einem Enderdrachen. Von einem Enderman. Wow. Die Enderman mit den Flügeln, wer kennt sie nicht? Alter. Oh, Enderman mit Flügeln, können wir das auch züchten und die kämpfen dafür uns? Das ist echt krass. Vorsichtig, Manuel. Okay. Guck dir mal die Flügel von unten an. Wie krass die da noch wirken. Ja, es ist leider ein bisschen dunkel. Dementsprechend seh ich nicht ganz so gut. So, warte mal, Professor Ende. Ich muss mal ganz kurz mit dir talken, Bro. Hallo Paluten, was ist los? Es sind scheinbar Amazonen durch das Portal Oh Gott! Ich hab das da gerade im Hintergrund gesehen! Manuel! Zombie, was hast du getan? Manu, jetzt sei mal bitte ein bisschen vorsichtig. Ich hab nichts gemacht. Achso, das war das andere. Von alleine. Ich hab keine Lust, die armen Pferde zu verlieren. Es gab schon mal einen Unfall. Amazonen sind durch das Portal gelangt. Amazonen? Kampfeslustige Frauen? Klingt doch gut. Hier, Professor Ende, du kleiner nukgeiler Bock. Diese Frauen, die hassen Männer und behandeln die wie Sklaven. Oh, das ist natürlich nicht so gut. Warte mal. Können Sie sich noch an Candy erinnern? Die wäre... Eigentlich wäre sie perfekt dafür. Natürlich, schöne Frau. Candy. Was ist mit ihr? Können Sie Candy irgendwie ausfindig machen? Ah, ich verstehe, was ihr vorhabt. Ich könnte sie natürlich für euch suchen. Meine Scanner könnten sie vielleicht aufspüren, aber ich hätte noch eine ganz andere Idee. Die lautet? Nun ja, ich könnte einen von euch für einen bestimmten Zeitraum in eine Frau verwandeln. Was? Ich habe schon vor einigen Jahren einen Geschlechtstransformator gebaut, aber nie wirklich getestet. Es wäre der perfekte Anlass, um ihn zu testen. Wer meldet sich denn freiwillig? Ich glaube, das müssen wir gleich mal verhandeln. Wir können dann irgendwie Schnick, Schnack, Schnuck oder so machen. Und dann, weil ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob einer von den Boys Bock hat, ein Girl zu sein. Okay, no, meldet euch einfach... Na klar! Meldet euch einfach morgen bei mir, dann sollte alles bereit sein. Ja, Manuel, willst du freiwillig eine Frau sein? Nee. Ja, ich mach das. Och, ich mach das. Hier wird ausgeschnick, schnack, schnuck. Okay, gut. Ja, genau. Erst willst du mir das aufdrücken. Aber ich darf nicht. Ist doch irgendwie nicht möglich. Nein, okay. Mordante, du kannst... Wir können zufällig machen. Nee, du kannst sehr gerne eine Frau sein. Ja, wenn du gerne ein Kleidchen anziehen möchtest. Jetzt will ich auch nicht mehr. Jetzt ist vorbei. Ach ja, jetzt hast du schon wieder was. Du nimmst dich schon mit der Frau. Ja, Mordante. Lach ist dafür eigentlich perfekt. Oh nein. Wo ist eigentlich Zombie? Hallo. Wo bist du? Ich habe ein Haus vor der Stadt umgebaut, damit ich mein Pferd da reinstelle. Ich habe Angst um es. Ja, wir bräuchten... Irgendjemand müsste auch mal einen neuen Zaun bauen. Vielleicht der den Zaun zerstört hat. Also das war das Pferd, ja. Ich habe den Zaun schon repariert. Hä, aber das war doch... Ja, aber Manuel ist doch damit geflogen, oder nicht? Also, ach so, Modano, ist nochmal kaputt. Ja, da gab es neue Disruptions. Ach, ist ja klar. So, wir haben aber noch eine ganz andere Aufgabe. Und zwar der Prozess um den heiligen Edgar, meine Damen und Herren. Ich werde hier unten in die... Oh. Hat ihr die Sachen da gar nicht reingeworfen? Eure Wahlzettel? Die haben wir doch innen drin in die Kiste gemacht. Ach, oder? Hier habt ihr die reingeworfen. Ich dachte... Ah, okay. Zack, ja, innen drin war das. Zack. Also, meine Damen und Herren, 77% der Leute haben dafür gewotet, dass Edgar unschuldig ist. Und ich möchte ganz kurz etwas sagen, weil ganz, ganz viele haben in den Kommentaren den Fall Caitlin mit dem von Edgar verglichen. Man kann es nicht vergleichen, weil Caitlin hat den armen Brokkoli einfach so getötet, ohne dass Gefahr bestand. Und Edgar hat sich selbst verteidigt, nachdem er attackiert wurde von dem Pferd. Man kann es nicht vergleichen. Ich kann euch natürlich auch verstehen, aber Leute... Ganz ruhig, wir sind hier in einer Demokratie
Und dementsprechend haben 77% dafür gevotet. Jetzt geht es noch um die Stimmen der anderen. So, ich werde jetzt hier den ersten Zettel. Edgar ist im Sinne der Anklage unschuldig. Hat eine Person geschrieben, entweder. Das sind jetzt die Stimmen von Zombie Maudado und German Let's Pluie. Die zweite ist Anklage gegen Paletten. LP, okay. Das ist noch ein alter Zettel. Hat jemand nicht dann gedrückt? So, und das nächste. Unschuldig. Okay. Zwei Stimmen schon für unschuldig. Und das dritte Buch. Schuldig. Aber insgesamt mit den 77% von den Zuschauern ist Edgar hiermit offiziell freigesprochen, meine Damen und Herren. Leute, jetzt hatet bitte nicht, nur weil ihr vielleicht dafür gestimmt habt, dass er schuldig ist. Edgar, du bist frei. Aber irgendwie kann ich dich nicht... Folge mir. Komm mit, Edgar. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass Edgar noch irgendwie keinen richtigen... Edgar? Ah, da ist er. Der hängt hier ein bisschen fest. Manu! Hä? Was denn? Warst du das gerade? Nee, was denn? Hier ist gerade ein Kind gestorben. Direkt vor meinen Augen! Maudado? Ich war das nicht. Leute. Ich hab nicht mal einen Bogen. Wessen Kind? Und ich hab ein Bogengeräusch gehört, Manu. Dun, dun, und das letzte, was ich im Chat lese, ist von Bitte nicht Pferde Child. Hi, who was? Are you? Bitte nicht Pferde Child. Gut, wir haben uns jetzt aber um wichtige Sachen zu kümmern, denn unter anderem hat Edgar, das könnten wir vielleicht nochmal. Irgendwann in einem Livestream machen, denn Edgar hat noch gar keinen richtigen Tempel oder sowas. Ja? Was? Was ist mit Iggy? Ach, wer hat denn Iggy da? Ach Gott! Der hat hier vorne links auch noch gar kein richtiges. Ach, das. Aber wollte Iggy das nicht selber bauen? Ja, aber Iggy ist immer noch da. Ja, stimmt, Leute, lasst ihn doch mal, weil ihr den bestimmt in der letzten Folge. Er hat doch eine Fackel eingebaut habt. Da konnte Iggy sich nicht freibuddeln. Ach, Iggy, du kleine Fratz. Du hast sie schön eingerichtet. Warum lebt er noch? Warum nicht? Hä, was ich mich aber eher frag, wo sind Manuel und Zombie? Ach hier, hier ist Zombie. Was, echt? Und da ist Manuel. Ach komm. Leute. Das sind Maulwürfe. Oh Gott, ich auch. Das sind richtige Maulwürfe. Ach Leute. Okidoki, meine Damen und Herren. Wir wissen, was... Ah nee, warte mal. Wir wissen ja noch gar nicht, wer jetzt eine Frau... Ja doch, Maudado wird die Frau, oder? Oder wer will die Frau werden? Wenn kein anderer will. Manuel, du willst auch die, nicht. Die, wollen, können ja schnick, schnack, schnuck machen. Ja, genau. Die, wollen, können schnick, schnack, schnuck machen. Wer will? Zombie, willst du eine Frau sein? Nein. Manuel? Ich habe genau gesehen, dass du hinter gegangen bist. Manuel? Wenn ich ihn nicht sehe, sieht er mich auch nicht. Okay, Manuel will auch keine Frau sein. Das bedeutet, in der nächsten... Au! In der nächsten Folge wird Maudado in den Geschlechtstransformator gesteckt und zur Frau gemacht. Meine Damen und Herren, morgen um 14 Uhr geht es weiter. Schaut unbedingt bei German Let's Play Maudado und Zombie vorbei. Die sind alle drei unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also unten oben, ihr wisst schon, was ich meine. Draufklicken, dann gelangt ihr zu denen. Zombie sagt tschüss, ich sag auch tschüss. Bis morgen, 14 Uhr. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.